Jungs, ihr habt mir einen Traum erfüllt. Ich wollte immer irgendwann mal so eine Möglichkeit haben. Ja. Und das habt ihr ermöglicht. Ihr kriegt trotzdem keinen Danke, weil wir noch zwei Schritte gehen müssen. Wir sind den Weg gegangen und wir werden ihn weitergehen. Wir haben noch zwei Schritte zu gehen. Heute ist der erste Schritt von den zwei. Geht raus, macht das, was ihr jeden Tag macht. Mit Herz und Leidenschaft spielt. Und dann gibt ihr euch wieder vom Platz. Europa in Köln, das ist ein Gefühl, an dem wir heute Abend alle teilhaben. Alle in Rot, das ist die klare Ansage der FC-Fans und sie gilt für die Europa-Tour, die an diesem Abend heute startet und die, das ist die große Hoffnung aller hier im Stadion, noch lange, lange weitergeht. Wenn die jetzt wirklich 5-4 einspielen, so tief sind, dann können wir relativ schnell über den Dreieraufbau nachdenken. Dietz, das ist derjenige, der den Abgang von Anthony Modest kompensieren soll. Überragend. Wahnsinn, was erlebt der gerade für eine Zeit? Grüße. Ich nehme Wehme. Heute haben sie ein Tagesgericht tatsächlich. Das ist zu früh. Ich hab Pasta mit Trüffeln. Okay, jetzt verbringt uns natürlich. Mit Sahne, wie ist das? Das ist natürlich. Ja, komm. Kann man eigentlich nicht absagen, ne? Ich nimm's. Ja, ich auch. Das war mal? Ja. Und Kaffee, ne? Hast du einen Kaffee? Ja, also natürlich sehr verrückt, viel passiert. In den letzten Wochen habe ich natürlich auch nicht damit gerechnet, dass alles so schnell geht. Bundesliga-Spiel, europäisch gespielt und europäisch getroffen. Natürlich schon einiges, was man auch erstmal verarbeiten muss. Aber da habe ich natürlich meine Familie und Freunde. Ja, es ist ja auch spannend für ihn, das mit jemandem zu teilen. Und wenn man selber nie auf dem Level gespielt hat, ist es ja auch total spannend, das zu erleben. Also es ist einfach, ja, man lebt den Traum eigentlich mit, wenn man ehrlich ist. Und deswegen, ja, war der Moment, als er hier in Köln gegen Fair war, das Tor macht, schon ganz besonders. Also so, da ist man schon, als der Ball zu ihm kam, aufgestanden hat, gedacht, also die Zeit hat nicht mehr geendet. Du dachtest, bitte schieß jetzt den Ball einfach rein. Und gefühlt war es eine Stunde. Und deswegen, ja, hat man dann einfach halt Gänsehaut und das war Hammer, ne? Es war wirklich so, diese Situation ging unglaublich lange. War natürlich auch noch ein Weg zum Tor. Mir ging in dem Moment wirklich viel durch den Kopf, was normalerweise nicht normal ist. Die Situation steht kurz. Ich habe auch natürlich das Raunen auch ein bisschen wahrgenommen. Und dann will man einfach das Ding reinmachen, weil es natürlich ein großer Moment ist, wenn man ja davon träumt, im Rhein-Energie-Stadion ein Tor zu machen. Meine Schwester ist schwerhörig und ihr Freund gehörlos. Und der Jubel kommt aus der Gebärdensprache und bedeutet eigentlich I love you. Also es ist eigentlich so, sozusagen eine Geste für die Familie, für meine Schwester, ihren Freund und natürlich auch für alle Gehörlose. Und ja, einfach als Zeichen, dass man die Familie auch immer für einen da war und ja, deswegen der Jubel. Also Flo ist zunächst mal, glaube ich, ein richtig großer, toller Arbeiter, dem nichts geschenkt wurde in seinem bisherigen Karriereverlauf, der sich vieles erarbeiten musste, der auch schon noch mehrere schwere Verletzungen gegangen ist. Und das ist einer, der gibt nie auf, der bleibt immer dran, der macht immer weiter, der probiert ganz konsequent an sich und seinen Entwicklungsfeldern zu arbeiten. Auf den Sport bezogen, ehrgeizig ohne Ende, ja, ein Arbeitstier. Und am Ende ist er dafür belohnt worden, obwohl er brutalste Rückschläge erlitten hat.
die erste Schulterverletzung links, habe ich gesagt, okay, passiert, kann alles passieren, Operation gehabt. Dann die gleiche Verletzung rechts, okay, kann passieren, beide Schultern sind gemacht, jetzt soll das halten. Dann kam hier der Kreuzbandriss dazu, klar an dem Tag schon am Boden gewesen, niedergeschlagen, aber am nächsten Früh eigentlich aufgestanden und mir gesagt, okay, perfekt, jetzt habe ich Zeit, um mich körperlich vorzubereiten. Das habe ich dann genutzt, habe 7 Kilo zugenommen in der Reha, konnte mich auf ein Top-Niveau bringen. Also mit den Verletzungen bin ich, glaube ich, sehr gut umgegangen. Er kam aus einem Kreuzbandriss und die Saison ging los. Ich glaube, jeder, der dieses Training gesehen hat oder die Trainings, der wäre fassungslos gewesen. Weil der hat so trainiert, als wenn er aus der Bundesliga zu uns gewechselt wäre und nicht nach einem Kreuzbandriss. Und deswegen ist das schon so, dass man denkt, der hatte keinen Urlaub, der hat alles dafür gemacht, wieder fit zu werden. Und jetzt ja, kann er nicht fit sein und ist trotzdem besser als alle. Also das ist dann schon so was, wo man weiß, wie muss einer gearbeitet haben, um dahin zu kommen. Er hat durch die Hilfe der Jungs hier bei uns Selbstvertrauen gewonnen und hat natürlich dann auch in den Länderspielpausen, wenn es denn der Fall war, oben trainieren können, hat auf sich aufmerksam machen können und dann hat ihn der Steffen mit hochgenommen. Ja, und dann ist es schon richtig cool zu sehen, dass dann Jungs, die auch bei uns gespielt haben, sich jetzt festgebissen haben. Und ich hoffe natürlich auch, dass er gesund bleibt und dass er weiterhin für die erste Mannschaft spielt. Ich wollte eigentlich unbedingt in Köln bleiben und nicht mehr zurück zu Unterhaching. Ja, dann war es einfach so, dass ich das Glück hatte, dass Köln mich fest verpflichten wollte. Durch meinen alten Trainer aus Jena, Marc Zimmermann, der jetzt immer noch in der U21 Trainer ist. Dann kam Krausi dazu und das war für mich, er war einer, der meinen Weg dann, auch wenn wir uns nur ein Jahr kennen, trotzdem wahnsinnig geprägt hat, weil er von Anfang an mir wirklich jedes Training eingetrichtert hat, dass ich der Torjäger der Mannschaft bin, dass ich dass er mich in die erste Mannschaft bringt, so in der Art. Natürlich konnte er es nicht garantieren, aber er hat mich wirklich jeden Tag damit vollgelabert. Und irgendwann war es natürlich drin im Kopf. Es zeigt auch, dass es trotzdem mit Beharrlichkeit, mit Geduld auch den Weg gibt, später es zu schaffen. Und persönlich ist es natürlich für mich schön zu sehen, dass ich einen Spieler, den ich schon über einen längeren Zeitraum kenne oder begleiten durfte, dass er jetzt seine Bundesliga-Minuten bekommt, weil damals, als er Jena verlassen hat, 2018, habe ich zu ihm gesagt, er ist nach Bremen gewechselt, wenn du dein erstes Bundesligaspiel machen solltest, dann möchte ich wieder dein Trikot haben. Und das hat er in Bremen nicht realisieren können. Jetzt hat er es in Köln und direkt nach dem Schalke-Spiel hat er mir sein Trikot überlassen. Und das fand ich schon echt eine coole Geste von ihm, dass er es nicht vergessen hat. Ich hatte es vergessen, weil es einfach zu lange her ist. Aber das freut mich natürlich und wenn ich jetzt zum FC ins Stadion gehe, habe ich zumindest auch ein Trikot, was ich anziehen kann. Also ich sage mal so, ich nehme es gerne in Kauf, dass er nicht mehr bei mir in der Mannschaft ist, wenn er jetzt Bundesliga spielt. Aber natürlich fehlt was, das ist logisch. 20. Spielminute, Patrick, und das Ganze läuft jedoch irgendwie wie erwartet. Köln mit deutlich mehr Ballbesitz. Köln ist die gefährlichere Mannschaft. Ferreira konzentriert sich auf die Defensive. Aber man sieht doch jetzt wieder, der Gegner nicht zu unterschätzen. Da müssen wir aufpassen. Eieiei. Eieiei. Es gibt die rote Karte. Jeff Chabot fliegt nach 20 Minuten vom Platz. Und das ist genau etwas, was nicht passieren darf. Und eine Sekunde später ist es ein anderes Spiel jetzt.